Was wir erlebt haben in 2014, die erste Zeit der neuen Koalition, dass zuerst mal nur verteilt wurde, dass jeder sich überlegt hat, was kann man den Menschen Gutes tun. Aber letztendlich geht es darum, dass einfach die Wirtschaft gut funktioniert und man hat für die Wirtschaft viel zu wenig gemacht. Man hat einfach Belastungen gemacht für die Wirtschaft und das kann sich in den nächsten Jahren sehr wohl negativ auswirken. Wir bewegen uns da auf ganz dünnem Eis, dass die Wirtschaft gut weiterläuft. Und ich habe da schon Sorge, dass es unter Umständen relativ schnell auch wieder viel schlechter werden kann. Man muss sich hart anstrengen, und das muss man auch der Politik sagen, dass die Wirtschaft jetzt in den Vordergrund rücken muss. Ganz grundsätzlich ist bei den öffentlichen Investitionen zu erwarten, dass sie leicht ansteigen werden. Es war ja ein großes Versprechen im letzten Wahlkampf, dass die Investitionsmittel gesteigert werden. Leider ist viel weniger gekommen, wie man das ursprünglich erwartet hat, aber es kommt ein Mehr. Und das wird dazu führen, dass vom Bund in den nächsten Jahren mehr investiert werden wird. Ein bisschen mehr. Die Kommunen, denen geht es finanziell nicht schlecht im Moment, sodass sie auch etwas mehr investieren werden, sodass man dann, wenn die Länder sich entsprechend auch an die Regel halten, insgesamt auch im öffentlichen Bau von einer positiven Entwicklung sprechen kann. Es wird aber in der Summe nicht sehr groß sein. Es wird nur um ein paar wenige Prozent gehen.